Hallo und herzlich willkommen aus Mellendorf in der schönen Wedemark. Mein Name ist Nico Lange und ich darf ganz herzlich begrüßen zur Partie Hannover gegen Hannover Scorpions gegen die Rostock Piranhas. So rum ist es richtig, hier am vierten Spieltag in der Oberliga Nord. Und wir sehen den Ex-Scorpion Patrick Blechipol am Bulli für die Piranhas gegen Dylan Rush mit der 22. Auch ein gutes Spiel. Und der erste Treffer der Partie. Es ist wieder Brad Cameron, der scored. Aber Dylan Ruck als Torschütze. Brad Cameron hier mit dem Top-Assist. Und Dylan Ruck bringt die Hannover Scorpions in Führung. Knappe 2,5 Minuten hat es gedauert. Sehen wir hier im Replay nochmal. Platz für Rostock und der Fanghandschuh. Pascal Kay und das ist ein Top-Treffer. 2:0 für die Hannover Scorpions. Pascal Kay vom Bulli weg. Und das Ding sah richtig, richtig schön aus. Sehen wir hier im Replay nochmal. Mit dem schönen Move den Verteidiger ausgetanzt. Und am Ende perfekt. Perfekt. Ins Eck. Aber allein auf weiter Flur gegen drei Verteidiger. Dennoch stark gemacht und knapp am Tor vorbei. Und der Treffer. 2:1 Anschlusstreffer für die Gäste durch Ex-Scorpion Patrick Blechipol. Und das aufgrund eines Scheibenverlustes in der eigenen Zone vor dem Replay ein Stück weit vorhergegangen. Scheibe geht da weit durch den Slot. Hier sehen wir es Pol, der da ein bisschen aus der, also weiter von hinten von der blauen Linie kommt. Nächste Möglichkeit, auch Ruck verfehlt die Scheibe. Hier ist Reinick und was für ein Treffer. Perfekt ins obere Eck. Reinick mit dem Blue Liner. Und die ausgebaute Führung für die Hannover Scorpions. 3:1. Und der nächste Powerplay-Treffer. Sehen wir hier, Assist kommt von Kirsch. Reinick zieht ab. Und von hier sehen wir es vielleicht noch ein bisschen besser. Und Timon Bethke da mit der Stockhandseite. Auch der kam wahrscheinlich etwas zu unerwartet. Kirsch jetzt mit ein bisschen Platz, dreht aber nochmal ab. Spielt ab für Brad Cameron. Tram! Quatsch, Bender ist es. Mit dem 4:1. One-Timer ins relativ freie Tor. So schnell kam Timon Bethke nicht hinterher. Schöner One-Timer. Lukas Bender sieht hier massiv Platz. Reinick. Und der erneute Treffer, Aaron Reinick zum zweiten am heutigen Abend. Wieder von der Blauen. 5:1 der Spielstand nach diesem Treffer. Und das ist genau seine Position und das stellt er hier wieder unter Beweis. Scheibe geht da hoch, wartet noch eine Sekunde ab mit dem Abschluss. Und auch hier Timon Bethke wieder auf der Stockhandseite. Aber dann der ungenaue Pass und 3:2 für die Gäste. Abschluss geblockt von Tram. Nächster Abschluss. Rostock weiter im Scheibenbesitz. Letzte Minute ist angebrochen.
Nächster Abschluss und das war Kevin Reich mit dem Blocker, der hier definitiv das sechste Tor für die Scorpions verhindert. 2-1 Situation, wenn es schnell geht für die Piranhas. Kevin Reich zum ersten zur Stelle, aber dann Treffer gegeben und das war quasi ein Eigentor von dem Mann, der da gerade zum Schluss noch im Tor lag. Markus Götz, und das war ganz, ganz unglücklich. Kevin Reich eigentlich mit einem großartigen Save zur Stelle. Verhindert da den zweiten Treffer des Abends. Aber hier sehen wir es im Replay und wahrscheinlich aus der Hintertorperspektive noch mal ein Stück besser. Scheibe wird da noch mal hochgelupft. Schauen wir uns hier noch mal an. Er wird hochgelupft und am Ende war es Kilian Steinmann. Pascal Kay tankt sich selber durch. Schöner Move, aber bleibt am Ende final hängen am Verteidiger. Und der Treffer, Louis Trattner, erhöht auf 6-2. Stark ausgespielt, sehen wir sofort im Replay nochmal. Michael Knaup hier mit dem Assist, sieht ihn völlig freien. Louis Trattner nach dem Pass hier in die Ecke von Pascal Kay. Trattner hier völlig frei und der trifft perfekt und erneut auf die Stockhandseite von Timon Bethke. Und das ist der Treffer und ein ganz, ganz unglücklicher auf Seiten der Piranhas. Und da bin ich mir fast über den Torschützen schon ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, es war Louis Trattner mit dem zweiten Treffer am heutigen Abend, wenn das stimmt. Aber es ist Viktor Knopf, der da zuerst abklatschen geht. Schauen wir uns im Replay nochmal an. Knopf mit dem Schuss. Und da bin ich mir unsicher, ob Trattner da nochmal dran war. Von hier lösen wir es nochmal ein bisschen besser auf. Doch, müsste dran gewesen sein. Viktor Knaup dahinter am Tor. Louis Trattner mit dem Schuss. So rum ist es richtig. Ein souveränes Spiel hingelegt. Großartig in Unterzahl gewesen. Natürlich nicht komplett unbeschadet. Alle Situationen überstanden, aber dennoch souverän aufgetreten. Konnten die ein oder andere gefährliche Chance kreieren und sind am Ende mit 2 Toren aufs Scoreboard gekommen. Für einen freue ich mich natürlich ganz besonders, das ist Patrick Pohl, den Ex-Scorpion, der auch am heutigen Abend in der alten Heimat einmal treffen durfte. Somit haben wir den Endstand, 7-2 für die Hannover Scorpions. Die nächsten 3 Punkte sind auf dem Zählerstand.